Moin Leute, heute hat das Warten endlich ein Ende und wir schauen uns gemeinsam eine Waffe an, die sich sehr viele gewünscht haben. Kurz und direkt, es geht um die Jet-Protektoren der Firma Pixon. Genauer gesagt um den JPX-6. Es handelt sich dabei um ein Tierabwehrgerät mit Reizstoffkartuschen und wie dieses nun waffenrechtlich einzustufen ist und was ich persönlich davon halte, das erfahrt ihr in diesem Video. Eine kurze Einteilung vorweg. Damit das Video ein wenig übersichtlicher wird, gehen wir zunächst auf die unterschiedlichen Modelle der Firma ein, denn da gibt es durchaus technische Unterschiede, die dann auch zu einer anderen rechtlichen Beurteilung führen. Anschließend gehen wir dann genauer auf den JPX 6 ein und klären die grundlegende Einstufung sowie unterschiedliche Fragen zum Umgang mit diesem Gerät. Und zu guter Letzt habe ich noch meine persönliche Meinung ins Video gepackt, aber das hat dann mit der rechtlichen Beurteilung nicht mehr so viel zu tun. Wie schon erwähnt, hat der Hersteller unterschiedliche Modelle auf den Markt gebracht, die sich in ihrer Wirkungsweise zwar grundsätzlich ähneln, technisch betrachtet jedoch entscheidende Unterschiede aufweisen. Da hatten wir zunächst die kleinste Version, den Guardian Angel. Dieser ist zwar nur mit 2 Schuss ausgestattet und kann auch nicht erneut geladen werden, dafür liegt der Preis aber auch deutlich unter den anderen Modellen und die kompakte Größe muss ja auch nicht unbedingt ein Nachteil sein. Der JPX-2 ist im Vergleich hierzu wesentlich größer und ebenfalls nur mit 2 Schuss ausgestattet. Das Einwegmagazin kann jedoch in Sekundenschnelle ausgetauscht werden, sodass auch theoretisch noch weitere Schüsse zur Verfügung stehen. Und das bringt uns auch schon zum JPX-4. Achtung, hier hat der Hersteller ein besonderes Vario-Magazin verbaut, welches das Nachladen einzelner Kartuschen ermöglicht. Wahlweise kann natürlich auch eine volle 4er-Clip-Ladung in das Magazin eingeführt werden. Aufgrund dieser besonderen Bauweise in Verbindung mit dem pyrotechnischen Antriebssystem dieser Waffe kommt das BKA zu dem Entschluss, dass es sich bei dem JPX-4-Modell um einen Gegenstand handelt, der den Schusswaffen gleichgestellt ist. Die aufgebrachte Kennzeichnung als Tierabwehrgerät ändert nichts an dieser Einstufung. Und da keine PTB-Zulassung besteht, ist das Modell schlichtweg nicht für den Privatmarkt geeignet. Es ist also eher für den behördlichen Einsatz gedacht. Und damit sind wir auch schon beim JPX-6 angelangt, den wir uns nun genauer anschauen wollen. Er hat zwar große Ähnlichkeit mit dem 4er-Modell, zum Einsatz kommt jedoch auch hier wieder ein besonderes, aufgeschobenes Einwegmagazin, welches nur vollständig ausgetauscht werden kann. Das Griffstück hingegen lässt sich natürlich mehrfach wiederverwenden. Und die Funktionsweise ist zugegeben ziemlich genial. Das Magazin enthält 4 Tanks, die jeweils mit einer Trägerflüssigkeit samt Reizstoff befüllt sind. Über eine Treibkartusche wird dann beim Betätigen des Abzugs ein Treibspiegel nach vorne geschoben, welcher damit wiederum die Flüssigkeit aus dem Tank drückt. Aus der Düse selbst werden also keine festen Bestandteile abgefeuert, sondern nur der angesprochene Reizstoff. Und damit sind wir auch schon mitten in der rechtlichen Beurteilung angelangt. Der Hersteller bewirbt den Jet Protector ausschließlich zur Tierabwehr. Er ist also gerade nicht dazu bestimmt, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen. Es handelt sich folglich auch nicht um eine Waffe im Sinne des Waffengesetzes. Den dazugehörigen Feststellungsbescheid vom BKA habe ich euch selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt. Unter anderem ist diesem Bescheid zu entnehmen, dass der JPX-6 aufgrund der genannten Einstufung auch eindeutig und unmissverständlich als Tierabwehrgerät zu kennzeichnen ist. Diese Kennzeichnung muss dauerhaft auf dem Griffstück, dem Wechselaufsatz und auf den Wirkstofftanks aufgebracht sein. Erst dann findet das Waffengesetz für das Modell keine Anwendung. Und dieser Punkt ist wirklich wichtig, denn Reizstoffgeräte, die nicht zur Tierabwehr bestimmt sind und auch nicht entsprechend gekennzeichnet sind, fallen unter das Waffengesetz und müssen in Deutschland amtlich zugelassen sein. Ausdruck dieser Zulassung ist ein amtliches Prüfzeichen. Fehlt dieses, so handelt es sich tatsächlich um eine verbotene Waffe. Der Besitz wäre also strafbar. Wir gehen mal vom absoluten Normalfall aus und betrachten nur das zur Tierabwehr gekennzeichnete und vom BKA überprüfte JPX-6-Modell. Wie schon gesagt, fällt dieses nicht unter die Regelung des Waffengesetzes. Aber was bedeutet das nun für die verschiedenen Umgangsarten? Ganz einfach, das Tierabwehrgerät ist frei verkäuflich. Es gibt kein Mindestalter und natürlich muss man auch keinen Bedürfnisnachweis oder ähnliches erbringen. Das gilt selbstverständlich auch für den Besitz und für das Führen dieser Modelle. Ein kleiner Waffenschein, wie zum Beispiel bei Schreckschusswaffen, ist ebenfalls nicht erforderlich. Aber man sollte dennoch aufpassen, wo man sich gerade befindet. Nicht alle auf den ersten Blick öffentlichen Orte sind auch wirklich öffentlich. Und dort gilt dann das Hausrecht des jeweiligen Eigentümers. Und natürlich wären auch Versammlungen und so weiter zu beachten. Das ist zweifellos nichts, worüber man sich nachts im Park Gedanken machen muss, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Und damit sind wir auch schon bei meiner persönlichen Meinung angelangt. Leider kann ich es mir nicht erlauben, ein umfangreiches Urteil abzugeben, da ich noch nie mit einem Jet Protector von Pixon geschossen habe.
Der Grund dafür ist aber auch der einzige Minuspunkt, den ich abschließend noch anführen möchte. Der Preis. Sicherlich sollte man kein Preisschild an die eigene Sicherheit und an die seiner Familie hängen. Menschen, die besonders gefährdet sind oder sich nachts beim Spaziergang in ihrer Umgebung unwohl fühlen, sollten sich das Tierabwehrgerät gerne einmal genauer anschauen. Der Preis von rund 300 bis 500 Euro ist mir persönlich aber dann doch ein wenig zu viel. Zumal man sich zeitgleich auch genügend Trainingskartuschen kaufen sollte, um eben auch den Umgang mit diesem besonderen Gerät trainieren zu können. Und eine extra Kartusche liegt dann auch nochmal bei so rund 50 Euro. Alles in allem also kein günstiges Vergnügen. Aber Qualität hat halt auch immer ihren Preis. Und bevor die Frage in den Kommentaren aufkommt, die Themen Notwehr und Nothilfe sind wirklich sehr komplex und pauschale Angaben hierzu oftmals auch gar nicht möglich. Bisher habe ich es deshalb immer vermieden, über diese besonderen Rechtfertigungsgründe zu sprechen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann ja mal ein gesondertes Video zur Notwehrlage, der Notwehrhandlung, dem subjektiven Rechtfertigungselement, dem Notwehrexzess, der Putativnotwehr sowie auch zu den Einschränkungen des Notwehrrechts. Und ja, ich habe all diese Begriffe gerade stumpf von meinem Skript abgelesen. Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Wer weiß, vielleicht bekomme ich ja irgendwann doch noch meinen Jet Protector in meine Hände und kann euch einen kleinen Schusstest demonstrieren. Bis dahin, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.